10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zur speziellen Spezialjubiläums-supertollen 100. Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Jetzt wäre mir fast die Luft ausgegangen bei so einem langen Intro. Hallo und wie immer auch heute mit Florian. Und mit Ruth und mit ganz vielen anderen Leuten, weil es ja unsere Spezialfolge 100 ist. Und da sind wir nicht nur wie in sonst in normalen, besonderen Folgen zu dritt am Tisch von Anfang an, weil Evi ist natürlich auch mit dabei. Hallo Evi. Ja, hallo. Wir haben uns für Folge 100 noch zwei weitere Personen in die Podcast-Folge geholt, nämlich Vicky und Matthias. Hallo Vicky. Hallo. Und Matthias. Hallo. Oder wenn wir genau sein wollen, ist es nicht Vicky und Matthias, sondern Frau Dr. Viktoria Antotsch und Herr Professor Matthias Kittel, obwohl der Professor eigentlich nur ein Fake ist. Also das ist eigentlich kein echter Artikel. Aber da kommen wir später noch drauf. Also Vickys Doktor ist echt. Über den Professor diskutieren wir dann später noch. Wichtig ist der Grund, warum wir die beiden eingeladen haben, nämlich das Scheitern. Das Thema dieser Folge 100 ist das Scheitern. Darum heißt die Folge auch, das Universum ist gescheitert. Und wir erzählen, warum wir gescheitert sind und warum es nicht schlimm ist, dass wir gescheitert sind. Und damit wir ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, warum und wie das alles abgelaufen ist und angefangen hat, haben wir uns zwei Menschen eingeladen, die mich und Ruth quasi von Anfang an im Studium begleitet haben. Also die waren noch dabei, als wir alle jung und optimistisch waren und gedacht haben, wir revolutionieren die Astronomie. Wir gewinnen Nobelpreise. Hast du das gedacht, Ruth, eigentlich? Um Gottes Willen, natürlich nicht. Ist ja noch Zeit. Ist ja noch Zeit. Ja, aber da haben wir uns schon kennengelernt. Also ich und Matthias haben uns auf jeden Fall schon am ersten Tag des Studiums kennengelernt. Sofort. Ja, Ruth und ich haben uns ein bisschen später kennengelernt und du und Vicky habt euch auch ein bisschen später kennengelernt. Aber das können wir alles noch klären, denn wir dachten, wir fangen mal an, damit zu erklären, wie wir früher waren, beziehungsweise wir fragen einfach diejenigen, die es ein bisschen objektiver einschätzen können, wie wir früher waren, weil wir waren natürlich in unserer eigenen Darstellung deutlich superer, vermutlich, als es die anderen sagen werden. Glaubst du? Weiß nicht. Ich meine, wir waren schon super damals, aber wir können ja bis zum heutigen Tage. Ihr habt euch tatsächlich am ersten Tag eures Studiums kennengelernt. Das wusste ich gar nicht. Genau, fangen wir gleich damit an. Voll, also fangen wir am Anfang an, ja, oder? Wir sind am ersten Tag, glaube ich, zuerst auf dem Physikinstitut gewesen. Da gab es halt so Physikeinführungen und dann sind wir irgendwann rausgefahren zur Sternwarte mit der Straßenbahn und da war die große Einführungsvorlesung, wo halt alle dabei sind, die halt im ersten Semester gerade anfangen, weil die hören sie im Wintersemester die Einführungsvorlesung an. Das heißt, die Straßenbahn von der Physik zur Astronomie war voll mit Leuten, die Astronomie studiert haben und anderen auch. Und da war halt ein Kerl, der halt wirklich, ja, der war leicht überdreht und komisch. Das kann ich mir richtig vorstellen. Ja. Sprichst du jetzt von dir oder von Matthias? Wann war ich in meinem Leben schon mal überdreht und komisch? Komisch? Komisch schon. Ja, nein, ich rede von Matthias. Also der ist damals schon aufgefallen und nicht nur mir. Ich glaube, du bist der ganzen Straßenbahn aufgefallen. Das ist durchaus mal. Kannst du dich da auch noch dran erinnern? An die Straßenbahn nicht mehr. Vielleicht habe ich gesungen. Ich kann mich nur erinnern an diesen Sternwartepark, wo ich mich fast verwirrt habe und nicht direkt hinaufgefunden habe, obwohl es nur einen Weg gegeben hat. Ich wollte gerade sagen, für wie, wo, wohin? Na gut, damals war es noch ein bisschen wilder als jetzt. Jetzt haben sie es ja ziemlich irgendwie kahl geschlagen. Tor nach oben durchgekämpft, genau. Ja, aber jedenfalls haben wir dann diese Einführung gemacht und dann sind wir mit der Straßenbahn wieder zurückgefahren und da haben wir uns dann schon unterhalten und dann, ja, dann habe ich es nicht mehr Tag für Tag weiterverfolgt. Aber wir haben tatsächlich, glaube ich, in unserem Studium, Matthias und ich, sämtliche Vorlesungen gemeinsam gemacht, bis auf unsere jeweiligen Spezialgebiete. Also ich habe Himmelsmechanik-Vorlesungen gemacht und du, wie ist das Zeug, was du gemacht hast? Sternaufbau und Entwicklung. Sternaufbau und Entwicklung der Sterne, ja. Genau, das haben wir getrennt gemacht, aber ansonsten, unser zweites Fach war ja bei uns beiden Extragalaktik, das haben wir auch gemeinsam gemacht. Wir waren in allen Praktika immer gemeinsam. Ich möchte gerne Extragalaktika, alle zusammen. Das ist richtig.
wir waren in allen Praktikas gemeinsam, von Physik und Astronomie. Also wir haben wirklich alles gemeinsam gemacht. Eine symbiotische Verbindung eingegangen. Voll. Sehr süß. Bis zum Schluss, bis dann. Bis zum bitteren Ende. Naja, bis halt dann wir dann, da werden wir dann später noch drauf kommen, in unserer Karriere getrennte Wege gegangen sind. Also sprich Florian Jahre vor mir einen Abschluss gehabt hat. Einen getrennten Weg gegangen ist, er allein. Gell? Der Florian ist ja der, der am schnellsten überhaupt studiert hat von allen Leuten, die es jemals gegeben hat, oder? Das kommt ungefähr hin, ja. Nein, wow, okay. Aber ihr habt ja vor uns angefangen, oder? Ihr habt ja auch vor der Ruth angefangen. Genau, ich und Matthias haben im Wintersemester 95 angefangen. Die Ruth hat ein Jahr später angefangen und du hast noch später angefangen, oder? Ja, noch später, 98, ja. Genau, so bist du auch die Jüngste von uns vermutlich, oder? Ja, wahrscheinlich. Obwohl der Evi ist natürlich noch jünger, aber zumindest von denen, die wir als Studium angefangen haben damals. Aber ja, also wann ich dich genau kennengelernt habe, Vicky, weiß ich auch gar nicht mehr. Ich glaube, das war eh zur gleichen Zeit, wo ich dann auch die Ruth irgendwann kennengelernt habe. 99 oder 98, irgendwie sowas, 99 wahrscheinlich war es, war ich einmal im November Monat in Griechenland an der Uni. Und davor habe ich, glaube ich, mit drei Leuten auf der Sternwarte gekannt. Und danach, wie ich zurückgekommen, war die Sternwarte voll mit Leuten, die ich noch nie vorher gesehen gehabt habe. Da haben wir die Zeit genutzt. Muss doch eine der Partys gewesen sein, oder? Die Studienvertretung organisiert hat. Ja, aber jetzt habe ich nur erzählt, wie Matthias und ich uns kennengelernt haben. Wir wollten eigentlich darüber reden, wie das Universum, in dem Fall Ruth und ich, früher waren. Also wie war das Universum früher, Matthias oder Vicky? Ich glaube, die Ruth habe ich kennengelernt in der Cafeteria. Das war so ein kleines Café für Studierende, wo man auch billig kopieren konnte. Das war ein Physikinstitut, glaube ich. Das hört sich so absurd an mittlerweile, oder? Cafeteria. Man konnte dort kopieren. Was? Kopieren, also billige Semmel kaufen, also Brötchen. Stimmt, ja. Und Kaffee. Und einfach ein bisschen abhängen konnte man dort, ja. Genau. Und dort habe ich viele meine Vorlesungen auch verpasst. Das stimmt. Ich kann mich auch erinnern, ja. Ich habe nicht auf irgendwelche peinlichen Enthüllungen gehofft oder sowas, irgendwelche peinlichen Geschichten. Na, peinliche Geschichten. Im Physiksaal auf der Experimentalphysik hat es ja oben eine Galerie gegeben. Ja. Da sind wir ab und zu gesessen und die Studienvertretung hat im Winter immer Glühwein ausgeschenkt, den wir da oben getrunken haben während der Vorlesung. Und einmal hat der Professor gemeint, wir mögen doch etwas leiser sein, weil wir seine Vorlesung stören. Das war peinlich, da bin ich hochrot angelaufen. Ich wusste gar nicht, dass der Physiksaal eine Galerie hat. Ja, der Lisa-Meitner-Hörsaal. Der hieß bei uns der große Hörsaal. Ja, genau. Ach so, okay. Aber auf der Physik, der, ja. Ja, genau, ist jetzt der Lisa-Meitner-Hörsaal. Ah. Ja. Und dich, Flo, keine Ahnung, wann ich dich kennengelernt habe, weil ich kann mich auch nicht ganz genau erinnern, aber das muss einer der Partys sein und ich weiß noch, dass Ruth und ich, das kann ein bisschen später gewesen sein, unbedingt eine Webpage haben wollten. Wir waren ja die Shadowhunters. Unser Sonnenfinsternis-Fanverein, den wir nach der Sonnenfinsternis 1999 spontan gegründet haben, uns überlegt haben, ab jetzt fahren wir auf alle Sonnenfinsternisse, überall auf der Welt. Und wir brauchen eine Webseite. Ja. Und ich glaube, so hast du uns dann gezeigt, wie man das machen kann. Ich glaube, ich habe auch nicht viel Ahnung gehabt, aber... War mehr als wir. Das kann gut sein, ja. Stimmt, ich erinnere mich, ich glaube, irgendwo auf dem Backup irgendwas Ordner liegt noch der Bilderordner, den ihr mir damals gegeben habt, mit den Bildern, die auf die Homepage von euren Shadowhunters kommen sollten. Ich glaube, der existiert noch irgendwo. Jesus Maria, kann ich dazu nur sagen. Es war eine lustige Zeit, weil das hört sich irgendwie jetzt alles so absurd an, aber damals war das halt so eine Webseite haben, das war so, man hat von allem Webseiten gemacht damals, ne? Ja. Man hat von jegliches Ding einfach, wir brauchen dafür eine Webseite. Meine WG hat eine Webseite, also ich habe für meine WG eine Webseite gemacht. Natürlich, die hatte sie nicht, sondern die hat man gemacht und dann hat man einfach da irgendwie Bilder draufgestellt. Genau. Und du hast doch ganz einfach irgendwie hier auf der Sternwarte, auf deinem Computer oder sowas irgendwas drauf kopieren können, einen Webserver einrichten können. Hat keinen interessiert, da gab es keine irgendwelche IT-Beauftragten und sowas gab es auch nicht. Du hast da dein Linux kamst dir eingeloggt, hast dir super User-Rechte gegeben und hast irgendwie angefangen, irgendwie Mail-Server, Webserver, sonst was anzulegen. Ja. Ah, die gute alte Zeit. Evi, vermisst du die gute alte Zeit? Hättest du gerne in der Zeit mit Astronomie studiert? Ja, schwer zu sagen. Also von dem, was ich vom Florian immer wieder höre, also wenn wir so Prüfungen und Prüfungsmodi vergleichen, würde ich schon manchmal ganz gerne tauschen. Also ich glaube, es ist nicht leichter geworden. Also von dem, dadurch, dass es jetzt viel mehr Studierende gibt. Ja, ich meine, es ist ja auch was dazu kommt. Wir waren ja damals wenige, wenn man so will. Also ich glaube, in der Einführungsvorlesung sind wir noch irgendwie so 50, 60 oder sowas gewesen, aber danach... Das waren weniger. Das waren keine 50, 60. Mit mir und gemeinsam haben 30 Leute angefangen.
wenn man mal von so einem dritten, vierten Semester war, da haben wir uns eigentlich alle gekannt. Das war irgendwie so eine Handvoll Leute, die da Astronomie im gleichen Jahrgang plus minus irgendwie ein, zwei Jahre, und wir haben uns alle gekannt. Wie ist es heute, Evi? Es beginnen meistens so 100 Leute, also pro Studienjahr mit Astronomie. Es dünnt sich ja dann aber schon aus. Also ich bin ja jetzt schon so ein bisschen so eher am Ende, und da kennt man sich dann schon zumindest vom Sehen. Also es sind dann schon immer wieder die gleichen Leute, die da auftauchen. Aber es reduziert sich schon ziemlich, das merkt man schon. Aber es sind immer noch sehr viele. Also, wobei mein erstes Studium war ja Publizistik und Politikwissenschaft, und das ist ja ein absolutes Massenstudium. Und das war damals schon ein Massenstudium, also wie ich studiert habe. Also ich habe ja 99 begonnen. Eben, ich habe riesige Audimax-Vorlesungen mit 1000 Leuten irgendwie gehabt. Und also für mich ist das jetzt auf der Sternwarte kuschelig. Ja, also. Es war halt alles durchaus lockerer damals, weil wenn ich sehe jetzt bei dir, Evi, wie die Prüfungen dann alles ablaufen, also dass man halt einfach so wie bei uns da irgendwo auf der Physik, auf der Mathematik, auf der Sternwarte irgendwo zu einem Prof hingeht, sich irgendwie so ausmacht, ja, wann machen wir die Prüfung, nächste Woche hätte ich Zeit, ja, dann machen wir dann eine Prüfung, und dann diskutiert man sich nur kurz den Stoff aus, was man macht und so. Das geht heutzutage nicht, heute ist alles im Computer. Genau, also es geht allein vom Organisatorischen her nicht. Also auch wenn es jetzt mündliche Prüfungen zum Beispiel sind, der muss das halt vorher eben alles im System eingegeben werden, und du musst dich auch anmelden, eben elektronisch und so, und du kannst da nicht einfach hingehen, und eben es gibt dann offizielle Prüfungstermine, ja. Und deswegen, das geht alles vom Organisatorischen her, so wie die Uni aufgebaut ist, jetzt auch gar nicht. Also selbst wenn der Prof das wollen würde, geht es einfach nicht. Ja. Also weil das vom System her so nicht mehr zulässig ist. Ja. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ja, also ich glaube, es ist wahrscheinlich fairer natürlich auf der einen Seite. Ja. Es ist halt natürlich bürokratischer. Es ist mehr organisatorischer Aufwand auf jeden Fall. Aber zum Beispiel jetzt beim Observationspraktikum sind wir fast 50 Leute. Ja. Und das sprengt halt im Prinzip fast schon den Rahmen. Ja. Und ich weiß, dass die halt da echt kämpfen, ja, weil wir halt gerade bei den Praktikern so viele Leute sind, ja, und wir da auch relativ große Gruppen einfach auch sind, ja. Früher war es trotzdem besser. Naja, also da denke ich mir zum Beispiel schon, bei den Praktikern hätte ich halt gern kleinere Gruppen, ja, weil ich glaube, da können auch die Lehrenden mehr auf die Studenten eingehen, ja, und so bist halt, schwimmst halt in der Masse ein bisschen mit, ja. Ja, eh, aber es ist, weiß ich mehr, ja, das ist eh, wie es ist, da kann mir keine Zeitmaschine, dass man wieder zurückgehen kann. Ich weiß nicht, ob ich das Astronomiestudium unter den heutigen Bedingungen durchgehalten hätte. Garantiert nicht. Also nicht du, sondern ich. Ja. Du wahrscheinlich schon, aber nein. Also ich hätte das nie fertig gemacht. Ich meine, wenn ich T3 hätte machen müssen. Quantenmechanik. Ja, die müssen T3 machen. Für einen Bachelor. Das ist vollkommen wahnsinnig. Wow. Aber ist der Inhalt der gleiche? Ja, das ist die komplette Quantenmechanik, die auch die in der Physik machen. Ich mache sie auf der Physik. Hey, das ist die stinknormale Quantenmechanik-Vorlesung, die alle machen müssen. Und das keiner von uns hier am Tisch, ja, Matthias nicht, Ruth nicht, ich nicht, du nicht, hat Quantenmechanik gemacht, und wir haben alle unser Astro-Studium abgeschlossen. Trotzdem und gescheitert. Ja, aber nein, aber das ist halt, ja, wollen wir jetzt nicht darüber diskutieren, aber es ist halt absurd. Natürlich ist Quantenmechanik wichtig und auch in der Astronomie wichtig, und wer es eben für irgendwas sein Spezial, ihr Spezialfach braucht, soll es machen. Aber man muss das den Bachelor-Leuten nicht antun, dass sie sich durch Quantenmechanik quälen. Voll. Aber was ich halt interessant finde, ist eben, wenn ich mit Florian oft so rede über das Studium, es ist teilweise, hört sich für mich wirklich an, als wären das komplett unterschiedliche Studien. Also das, was ihr gemacht habt, versus das, was ich jetzt mache, ist irgendwie also ein ganz andere Studien. Eigentlich habe ich für die Einleitung auf peinliche Geschichten gehofft, die du und Matthias über uns erzählt, aber das muss unserer Hörerschaft leider vorenthalten bleiben. Also ihr erfahrt nichts Peinliches danke, über uns. Danke. Es gab keine peinlichen Alkoholexzesse auf Partys oder sonst irgendwas, nichts. Also gibt es nichts erzählen. Nee. Wir können uns nicht daran erinnern. Ja, naja, aber genau. Das ist natürlich schon auch noch was, was jetzt anders ist wahrscheinlich, ne? Dass es irgendwie damals mit so wenig Leuten halt, also wir haben halt die Sternwarte ein bisschen in Besitz genommen und haben dort halt einfach Partys veranstaltet. Ihr sofft sich halt nicht mehr an auf der Sternwarte, oder? Hallo, das so, weiß ich nicht, weil ich da nicht dabei bin. Ich bin jetzt keine 20-jährige Studentin, die da die ganze Zeit auf der Sternwarte abhängt, so wie ihr das damals gemacht habt. Wir haben alles gemacht. Wir haben so Partys in den Büros gemacht, Partys außerhalb der Büros, Partys im Garten, Partys im Gang. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt fertig geworden sind. Wir sind mit dem Einrad durch den Rundsaal gefahren. Aber wir wollen jetzt nicht mehr so lange über unsere Peinlichkeiten reden, die ja anscheinend eh nicht existiert haben, wie unabhängige Zeugen bestätigen konnten. Also Ruth endlich. Und ich haben auf der Sternwarte anscheinend überhaupt nichts Schlimmes gemacht früher, sondern diese Folge heißt ja, das Universum ist gescheitert. Und gescheitert ist es insofern, als dass weder Ruth noch Matthias noch ich heute das tun beruflich, von dem wir dachten, dass wir es tun werden, als wir damals angefangen haben, Astronomie zu studieren. Also wir machen alle drei was anderes. Insofern sind wir
gescheitert, dass wir dann vielleicht doch nicht so schlimm gescheitert sind, da kommen wir später noch drauf, aber wir sind zumindest gescheitert, unsere astronomischen Ambitionen umzusetzen, bis auf Vicky. Ja, Vicky ist die einzige von uns, die nicht gescheitert ist. Die ist quasi die heute all unsere zerbrochenen Träume leben müssen. Ja. Wir sind so wie die Eishockey-Mütter, die irgendwie ihre Kinder zwingen, das zu durchleben, was sie selbst nicht geschafft haben. Also die Vicky ist die, die für uns unseren astronomischen Karrieretraum leben muss. Du meinst, du warst Eiskunstlauf und nicht Eishockey, oder? Wahrscheinlich gibt es auch Eishockey, weiß ich nicht. Das wären die Soccer-Moms. Ich bin die Eiskunstläuferin, oder? Genau. Die Eiskunstläuferin, ja. Genau. Wir sind ja. Die Eltern und genau. Wir zwingen dich. Ja. Du bist die, die unsere astronomischen Karriereambitionen weiterleben muss, nachdem wir sie nicht mehr haben. Oh, yeah. Ja, deswegen haben wir gedacht, wir erzählen jetzt mal in diesem Podcast, oder wir lassen dich erzählen, weil du bist es ja, das Leben und die Karriere einer erfolgreichen Astronomin. Weil obwohl wir seit 100 Folgen einen Astronomie-Podcast machen, ja, können weder Ruth noch ich erzählen, wie es ist, ein erfolgreicher Astronom oder eine erfolgreiche Astronomin zu sein. Zumindest nicht aktuell. Nein. Ja. Und darum haben wir gedacht, nutzen wir die Gelegenheit, wenn wir schon eine haben, dass wir sie fragen, wie es denn so war. Also wie bist du eine erfolgreiche Astronomin geworden, Vicky? Keine Ahnung, wo bin ich erfolgreich? Ja, du bist immer noch Astronomin. Fangen wir am Anfang an. Du hast dich auf veränderliche Sterne spezialisiert. Das war das Thema deiner Diplomarbeit. Das ist ja noch okay. Diplomarbeit haben wir alle gemacht. Da können wir noch mithalten. Doktorarbeit auch noch. Die hast du auch in Wien gemacht, so wie Ruth und ich. Matthias nicht, der ist schon früher ausgefallen. Der hat quasi nur den... früher ausgefallen hat oder länger gedauert. Er hat nur den Magister geschafft und nicht den Doktor. Aber, ja, aber ich habe zwei davon, bitte. Immerhin. Da kommen wir noch dazu. Dafür ist er auch Professor, ja. Der Einzige. Oh mein Gott. Ja. Aber dann hast du auch in Wien deine Doktorarbeit gemacht und dann bist du auch, so wie Ruth und ich, ins Ausland gegangen. Fangen wir vielleicht da an. Genau, ich bin zuerst nach Kanada gegangen, war ein halbes Jahr in Vancouver. War eigentlich, bevor ich noch meine Dissertation gemacht habe, und habe im Prinzip gleichzeitig zwei Jobs gehabt. Einerseits dies fertig schreiben, andererseits Daten von dem kanadischen Wurstsatelliten bearbeiten und analysieren und an anderen Astronomen und Astronomen weitergeben. MOST, um das kurz zu erklären für die, die es nicht wissen, MOST ist so, oder erklärst du, dass du gearbeitet hast? Micro Oscillation of Stars. Irgendwas in die Richtung. Die Idee war natürlich das Akronym zuerst, ne? Also MOST, also ein Projekt mit österreichischer Beteiligung und drum MOST. Richtig, MOST. Leicht alkoholischer Apfelsaft in Österreich, MOST. MOST steht für Micro Variability and Oscillations of Stars. Oder, weil es ja kanadisch ist, Mikrovariabilité et Oscillation Stellaire. Genau. Ist das gleiche Akronym. Das hast du jetzt aber schön gesagt. Also wir haben halt Sterne beobachtet für unterschiedliche Perioden und maximal 6 Wochen in einem sozusagen. Und dann im Prinzip die Variabilität dieser Sterne analysiert und Oszillationen gefunden, also Pulsationen gefunden oder nicht. Also Helligkeitsveränderungen. Helligkeitsveränderungen, genau. Planetentransit, wenn ein Planet vor einem Stern quasi vorbei geht, dann gibt es eine Helligkeitsschwankung, da wird ein Teil des Lichts blockiert und dadurch sieht man in der Lichtkurve einen Helligkeitsabfall und dadurch kann man eben Planeten messen. Wenn man die Daten runterlädt, sind die alle nicht bearbeitet. Da muss man einiges tun, um die Daten in einen Format zu bringen, die irgendwie leicht lesbar sind und reduzieren. Was wir damit meinen, ist eher alle Einflüsse, die vom Satelliten selbst kommen, eben wegzubekommen. Weil wenn man die Daten analysiert, will man ja wissen, wie der Stern pulsiert oder was der Stern macht. Und nicht, was der Satellit macht. Also du willst am Ende eine Kurve haben, die dir die Helligkeit gegenüber der Zeit anzeigt und daraus kannst du dann eine weitere Forschung machen. Genau. Aber was beim Satelliten rauskommt, ist was anderes, weil da noch ganz viel Störzeugs mit dabei ist. Und Die erste und vermutlich die nervigste Arbeit bei der ganzen Forschung ist da, die ganzen Daten sauber zu machen. Und das war dein Job. Genau, das war mein Job. Ich hatte, wie schwer ich mir tue, das Ganze auf Deutsch zu sagen, wenn ich seit 12 Jahren nur noch auf Englisch bin. Ja, das ist schwierig, ja. Es ist schwierig. Ich war in Kanada ein halbes Jahr, habe dann mich eine Postdoc-Stelle in Aarhus, in Dänemark, beworben und habe sie auch bekommen und bin dann nach Aarhus gegangen. Aarhus ist die zweitgrößte Stadt in Dänemark und war dort für einige Jahre, zuerst als Postdoc und dann Assistant Professor. Du warst eine Professorin. Während ich dort war, habe ich mit Daten von Kepler-Satelliten
gearbeitet. Kepler war ein Satellit, ein erster Satellit, der auch nach Planeten gesucht hat und ungefähr 5000 plus Planeten entdeckt hat, um andere Sterne, und hat aber gleichzeitig natürlich die Sterne beobachtet. Was wir und die ganze Community gemacht haben, war uns die Daten anzuschauen. Und was für die Leute, die Planeten analysieren, Daten sind, ist für uns eher neu. Wir wollten die ganzen Signale, die vom Planeten kommen, loswerden und eher den Stern anschauen. Also das muss man zuerst machen. Aber da gab es eh auch genug Sterne ohne Planeten. Was lernst du eigentlich dann über den Stern? Weil das, glaubst du, das dein Arbeitsgebiet heißt ja Asteroseismologie. Das haben wir hier im Podcast, glaube ich, noch nicht so im Detail vorgestellt. Aber was lernst du, wenn du deine Daten dann so durchbearbeitet hast, wie du sie bearbeitet hast? Für was hat man dich in Aarhus bezahlt? Asteroseismologie ist im Prinzip die Seismologie auf der Erde. Was passiert ist, wenn es ein Erdbeben gibt auf der Erde, dann gibt es Sound. Schallwellen? Schallwellen, dankeschön. Die eben durch die Erde propagieren. Und je nachdem, ob sie jetzt durch Gestein oder durch Lava oder durch Wasser, werden die eine andere Geschwindigkeit haben. Und diese Geschwindigkeit kann man messen, diese Schallgeschwindigkeit kann man messen. Und wenn man diese Schallgeschwindigkeit hat, mit Hilfe von Modellen, kann man rückschließen, wie die Erde quasi aufgebaut ist. Genau das machen wir mit Sternen. Also Sterne pulsieren, warum auch immer, es gibt mehrere Mechanismen, kann ich später erklären, aber ein Template. Und wenn Sterne passieren, wird der Radius größer und kleiner. Und dann gibt es Helligkeitsunterschiede. Und diese Helligkeitsunterschiede können wir messen mit Satelliten wie Kepler. Das heißt, wir messen im Prinzip wirklich ganz kleine Lichtgeschwindigkeitsunterschiede. Und dann versuchen wir herauszufinden, in welchen Frequenzen diese Sterne pulsieren. Es ist wie ein Instrument. Je größer ein Stern ist, desto niedriger sind die Frequenzen. So wie ein Kontrabass zum Beispiel. Wenn man aber eine Geige hat, dann klingen die Frequenzen hoch, weil sie kleiner ist. Und das ist bei einem Stern, der kleiner ist, werden die Frequenzen, in dem dieser Stern schwingt, auch kleiner sein. Das heißt, du kannst aus den Beobachtungsdaten die Größe des Sterns ableiten? Nicht nur die Größe, sondern auch, woraus der Stern besteht. Aus Helium, das weiß ich, und Wasserstoff. Schau mal, wir haben uns extra für Folge 100 zum ersten Mal in der Geschichte des Universums jemanden eingeladen, der sich mit Sternen auskennt. Stimmt, ja. Der sich mit etwas auskennt, wovon ja ich und Florian keine Ahnung haben. Man könnte glauben, in der Astronomie beschäftigt man sich mit Sternen. Nein, nicht nur. Und jetzt ist die Vicky da und die kennt sich voll gut aus mit Sternen. Und der Flo sagt, weiß ich, woraus die bestehen, Wasserstoff und Helium. Ich weiß ja nicht, Klassiker, falsch. Klassiker. Nicht nur, auch ein bisschen Methane. Was wir unter Methane verstehen, sind alle chemischen Elemente außer Wasserstoff und Helium. Weil sie ja natürlich Chemiker zum Schein bringen, wahrscheinlich. zum Schein bringen. Aber es geht ja nicht so sehr um die Zusammensetzung, die man da herausfindet, sondern eher um den Aufbau, oder? Und um die Funktionsweise der verschiedenen Schichten in den Sternen drin. Genau. Ne? Was auch wichtig ist für uns, das Alter des Sterns. Und die Zusammensetzung ist sehr wichtig, weil nur am Anfang hat ein Stern 70% ungefähr Wasserstoff, sind 28% circa Helium und Metalle. Aber wenn der Stern sich weiterentwickelt, gibt es weniger und weniger Wasserstoff, weil der Wasserstoff zu Helium umgewandelt wird. Und diese Schwingungen penetrieren den ganzen Stern. Je nach Art von Schwingung kann es bis tief in den Kern gehen. Und dadurch können wir wirklich messen, wie es im Inneren aussieht. Gibt es Schichten, die aus Wasserstoff bestehen? Gibt es Schichten, die aus Helium bestehen? Und so weiter und so fort. Ich habe jetzt leider keine Zeit, um die ganze Sternentwicklung durchzumachen, aber im Prinzip kann man diese ganzen Unterschiede messen. Und viel mehr. Auch Rotation, wie der Stern im Inneren rotiert, gibt es Magnetfelder und so weiter und so fort. Also wenn man wissen will, wie ein Stern funktioniert, muss man das machen, was du machst. Und du hast es ja dann nicht nur mit Daten anderer Satelliten erforscht, sondern du hast ja auch selbst Satelliten gebaut, oder? Ja und nein. Also, du hast dir gedacht, zu lang mit Kepler gearbeitet, das baue ich mal selber. Ja, in August wollten wir eigentlich einen Wissenschaftssatelliten bauen. Wir hatten unterschiedliche Ideen, was wir analysieren konnten. Viele Sterne auf einmal, nur ein Stern für lange Zeit oder in unterschiedlichen Farben. Das Problem ist, dass Dänemark ein sehr kleines Land ist und natürlich nicht so viel Geld hat wie die NASA oder die ESA. Und dadurch kann man nur kleine Satelliten bauen. Bevor wir aber genug Geld bekommen hätten, um wirklich einen Satelliten zu bauen, mussten wir zeigen, dass wir wissen, was wir tun.
weil seine Satellitenmission zu konzipieren, eine anzufangen und überhaupt durchzuführen, ist extrem viel Arbeit. Und deswegen hatten wir uns gedacht, dass es doch eine gute Idee wäre, wenn wir so eine Proof-of-Concept-Mission konzipieren. Wir hatten also ein One-Cube-Satellite, also es sind Würfel, 10x10x10 Zentimeter. Ich habe eine 1:1 Replika als Lego hier zu Hause. Und der ganze Satellit wurde mit von uns gebaut. Wir haben auch den Ground-Based Antenna quasi zusammengebaut und Control Room hergestellt und aufgebaut, die Software konfiguriert und so weiter. Und dann diesen CubeSatellite mussten wir in die Rakete einbauen. Natürlich kann ich da einfach nicht so in die Rakete einsteigen, sondern der Satellit wurde zur International Space Station aufgebracht. Und dann von dort ins Weltall geschossen. Ach, tatsächlich, der ist von der ISS losgeflogen. Ja. Cool, das wusste ich gar nicht. Da hast du die Tür rausgeschmissen. Dort. Was haben die dafür einen Scheiß raufgeschickt, die Idee, weg damit. Aber das ist schon ziemlich cool, dieses Projekt. Wie heißt das nochmal genau? Delfini 1. Delfini 1, dann werde ich die Informationen dazu auch in den Shownotes verlinken. Und dann, was passiert ist, ich bin dann wirklich mit dem Satelliten im Einkaufssackerl nach Houston geflogen. Das war eine sehr interessante Reise, muss ich gestehen. In Frankfurt, wie ich dann durch die Security durchgegangen bin. Der Beutel muss aufs Band. Genau. Was haben Sie da? Hier einen Satelliten. Was? Vorhin habe ich ja eigentlich am Flughafen angerufen und habe gefragt, kann ich einfach seine Satelliten mitnehmen? Die haben nicht gewusst, wovon du redest. Ja, passt schon. Ja, genau. Das ist verrückt. Ich war stundenlang am Telefon mit der Lufthansa, um herauszufinden, ob ich auch ein Satellit mit ins Flugzeug nehme. Da musste irgendwie speziell untergebracht werden. Keine Ahnung. Das ist ja noch nie vorher war. Dann hat alles gut funktioniert. In Einkommen natürlich musste ich durch den Zoll, weil... Und du hast den... Moment. Du hast den Satelliten in deinem Plastiksackerl, checkst ein. Und wo tust du den hin? Nein, das war nicht eingecheckt. Das war Du checkst ein, du Handgepäck, genau. Ja, also nicht eingecheckt. Okay. Ja, genau. Und wo tust du den hin? Du steigst ein ins Flugzeug, du hast deinen Satelliten da in deinem Sack. Was machst du damit? Tust du den einfach unten da, wo andere Leute dann ihre Füße unten hinstecken? Nein, oben rein, wo die ganzen Wahnsinnigen mit ihren Taschen irgendwie rumdings oder so. Ich meine, hast du den nicht vor dir liegen, in der Hand haltend, irgendwie in Ehrfurcht, oder? Hast du keinen eigenen Platz gebucht? Ja, weil es gibt Leute, die fahren mit irgendwie, wenn sie auf Geigen oder sowas auf Konzert fliegen, dann kriegt die Stradivari einen eigenen Platz. Das ist ein Mini-Ding. Und das okay. war ja gut eingepackt. Ja, wie so ein Rubik's Cube, ne? Wie so ein Zauberwürfel. Ja. Oh. Das war wirklich gut eingepackt. Aber es war schon schräg. Weil ihr hattet nur einen, ne? Ihr habt jetzt keinen Ersatz, kein Ding in case ein zweites Ding gemacht. Wie teuer war das, der Bau von dem ganzen Teil eigentlich? Was kostet sowas? 60.000 Euro. Inklusive Software, inklusive... Und die Studierenden haben es quasi gratis gemacht. Also es war wenig Arbeitskraft insofern involviert. Okay, weil 60.000 ist billig, ne? Es waren Kurse, in denen sie das zusammengebaut haben. Ihr habt sie mit ECTS bezahlt. Genau, wir haben das ECTS bezahlt, genau. Mit Erfahrung. Aber das können wir fast crowdfunden. Da kann man so einen eigenen Podcast-Satellit machen, der unser Podcast ausstrahlt. Dann machen wir doch lieber was anderes. Entschuldigung. Wir hatten auch Hilfe von der Firma, die uns weiter geliefert hat. Zum Beispiel Onboard-Computer haben wir nicht gebaut, sondern einfach das Ganze zusammengesetzt mit vorhandenen Teilen. Hätten wir das Ganze selber gebaut, dann hätten wir jahrelang gebraucht und das Ganze wäre jetzt sehr viel teurer gewesen. Ja, klar. Das ist ja auch der Grund, warum Universitäten diese ganzen Projekte machen können, also diese Kids-Satellites machen können, weil sie sind billig im Vergleich, weil sie sogenannte Off-the-Shelf-Components haben. Ja. Teile, die schon im Weltall waren, Teile, die schon gerade mal getestet wurden. Und dann kommst du in Houston an? Genau. Und? Wem drückst du es dann in die Hand? Da hat sich gezeigt, wie naiv ich war, weil ich mir gedacht habe, okay, Houston, NASA, die kennen sich damit aus, die haben das Bauen, dass irgendwelche Leute ihre Satelliten mitbringen können. Das ist eine Klappe, wo du das reinschmeißen kannst, die Satelliten. Wie die Haarenprobe. Und dann habe ich feststellen müssen, dass keiner wirklich eine Ahnung hatte, was zu tun ist. Und ich stehe dort mit, keine Ahnung, 5 bis 7 Zollbeamten,
Wenn ich blöd anschaue. Die dir alle voll glauben, dass du da jetzt einen Satelliten für die NASA in deinem Gepäck hast. Genau. Genau. Und dann haben sie gemeint, ob ich Dokument XYZ habe. Und ich habe dir dann gezeigt, was ich mit habe. Ich meine, ich habe die offiziellen Dokumente von dieser Firma, die es geholfen hat, diesen Satelliten einzubauen, damit er dann weitergeschickt werden kann zur ISS. Die haben ja das schon öfters gemacht. Das heißt, sie haben gewusst, welche Dokumente gebraucht werden. Aber die Zollbeamte haben es nicht gewusst. Und die wollten irgendwelche Dokumente von mir haben, die ich von denen noch nie gehört hatte. Und die Leute mit den Dokumenten haben draußen auf dich gewartet, mehr oder weniger. Genau, genau. Und auch mein Student, der mitgeflogen ist, der war auch draußen. Dann habe ich angefangen, gesagt, okay, ja, ich warte, kein Problem. Er hat dann angefangen zu erzählen, was dieser Projekt so ist. Und ich sagte, wie schade es wäre, wenn wir jetzt nicht durchkommen könnten mit dem Satelliten oder durch den Zoll. Weil dann, was ist, wenn wir es nicht schaffen, auf diese Rakete raufzukommen, dann scheitert das Projekt komplett. Und die armen Studierenden, die haben so viel Arbeit rein investiert. Ach, das war Hot Air Park. Ja, aber es hat geklappt am Ende. Am Ende hat es geklappt. Und dann bin ich durch den Zoll durchgekommen und der Anwalt schaut mich an und sagt, ich hätte nie geglaubt, dass du das schaffst. Warum haben sie dir die Dokumente nicht vorher irgendwie geschickt zumindest? Ich meine, sie haben sie eh, haben sie eh. Ah, je. Aber er hat nicht geglaubt, dass ich die Zollbeamte davon überzeugen konnte. Das ist sehr nett. Ah, du hast es geschafft, hätte ich nie gedacht. Wahnsinn. Und dann warst du beim Start ja auch dabei, ne? Du warst ja dann irgendwie... Genau. Und dann sind wir mit der ganzen, also mit, keine Ahnung, 20 Studierenden nach Cape Canaveral geflogen und haben uns der Raketenstart angeschaut. Das war schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also wenn man also diese Rakete sieht, die startet, und nicht nur, dass die Rakete startet, aber das ist irgendwie deine Arbeit, die dort oben ist und aufgebracht wird. Und das siehst du halt, wie die Rakete startet und dann stürzt du die Rakete. Dann haust du dich fast um. Wir waren ungefähr 5 Kilometer entfernt. Eine lustige Anekdote. Der Start wurde um einen Tag verändert, weil sie ein Experiment mit hatten mit lebenden Mäusen, glaube ich. Und das Essen dieser Mäuse musste ersetzt werden, weil es nicht mehr gut war. Sie haben ein Experiment mit lebenden Mäusen auf der Rakete ins All geschickt. Ja, wenn sie auf der ISS mit Mäusen experimentieren wollen, müssen die auch irgendwie rauf da. Ich glaube, sie haben alle so kleine Astronautenhelme an und sitzen da im Cockpit. Ja, so wie die Armstrong-Maus. Ja. So genau habe ich mir das noch nie überlegt. Ja, dass die auch rauf müssen. Ja. Wie gewann war denn das? 2018, glaube ich. Okay. Würdest du sagen, dass das so ein bisschen der Höhepunkt deiner Karriere war, bis jetzt? Höhepunkt? Nein. Oder gibt es da noch mehrere? Also Wissenschaft, das war keine wissenschaftliche Arbeit. Als solche. Ja, du musst nur das Packerl abliefern. Ja, aber ich stelle mir das eben sehr erhebend vor, dieses eben, wenn du ihm siehst, da hebt jetzt die Rakete ab, ja, und da ist eben dein Ding mit an Bord, das da jetzt ins Weltall fliegt. Ich stelle mir das schon sehr, eben nicht gescheitert, ne? Und die Rakete ist auch nicht explodiert, also auch nicht gescheitert. Genau, ja, eben. Ja, stimmt schon. Und die Mission war ja erfolgreich. Also im Prinzip haben wir dann tolle Fotos gemacht und das war's. Ich würde wieder machen, aber ich glaube anders. Ich würde gerne Wissenschaft mit einbeziehen. Das war eher so Bildung und Proof of Concept. Das heißt, das war schon anders. Und es war eine unglaubliche Erfahrung, weil ich meine, ich wurde mit Sachen konfrontiert, von denen ich nie geträumt hätte. Zum Beispiel einen Satelliten mit als Handgepäck zu nehmen. Oder, keine Ahnung, einen Techniker organisieren, der uns Löcher für die Fernseher im Control Room aufhängen kann. Oder wirklich alles Mögliche. Studierende betreuen und so gesehen haben wir erfolgreich gelernt, um jetzt wirklich diese wissenschaftliche Mission zu machen. Und nächstes Jahr haben wir einen Satelliten, der heißt TAP und der wird Sterne beobachten. Ich wollte gerade fragen, weil du bist ja jetzt nicht mehr in Aarhus, du hast ja den Arbeitsplatz gewechselt. Hast du jetzt auf deiner neuen Arbeitsstelle auch die Möglichkeit, Satelliten zu bauen? Offensichtlich schon, weil du hast es gerade gesagt. Genau. Ja. Ja, ich bin dann weitergezogen. Ich bin an der DTU, also Danish Technical University. Und da ist extrem viel los von wegen Satellitenbau und Instrumentenbau. Und was ich dann gemacht habe, ich habe mein eigenes Projekt gehabt, um ein Spektrographen zu
designen auf einem Mini-Satellit. Und diese Miniaturisierung ist eigentlich sehr schwer. Und jetzt habe ich dann wieder einen Grant bekommen, so diesmal von der Europäischen Union. Hurra, hurra! Juhu, irgendwie, weil du vorher gefragt hast, ob das irgendwie der Höhepunkt meiner Karriere war. Ich glaube, ich wollte eh schon fragen, was war der Höhepunkt deiner? Diese ERC Consolidated Grant. Also die EU-Stipendien zu kriegen, da bin ich auch gescheitert dran. Das war eines der letzten Punkte, bevor ich dann aufgehört habe, nachdem, glaube ich, das ERC-Stipendium, das ich angesucht habe, das war, glaube ich, das vorletzte, das ich nicht bekommen habe. Und nachdem ich das danach auch nicht bekommen habe, habe ich dann aufgehört mit der Wissenschaft. Aber ja, du hast das geschafft. Aber sag mal, das mit den Satelliten, da bist du ja, war das der Plan von Anfang an? Oder bist du da nicht vielleicht ein bisschen so hineingerutscht? Gell? Ist lustig, ja, wie sich voll. Das so ergibt, oder? Ich meine, wie bist du da irgendwie überhaupt zu diesem Thema dann gekommen? Einmal ein Satellit im Plastiksackerl. Und schon ist man dabei. Satellit im Plastiksackerl. Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich eine zu große Klappe habe und immer sagt, na, warum machen wir das nicht so oder so oder so oder so? Und dann hat irgendwer gesagt, ja gut, Vicky, dann machst halt du die Satelliten, wenn es das ja, immer besser genau. Weißt. So ungefähr. Und ist das jetzt das Thema, wo du sagst, da will ich jetzt weitermachen oder hast du dir dann, denkst du dir immer wieder mal, ursprünglich wollte ich eigentlich was anderes machen, vielleicht komme ich da irgendwie wieder zurück? Nein, was ich machen will, ist eigentlich meine Wissenschaft quasi, Sterne untersuchen, mit dem Satellitenbau kombinieren. Mhm. Also diese zwei Sachen. Das heißt, der Satellit im Plastiksackerl hat doch eine bleibende Wirkung auf dich irgendwie hinterlassen. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und man kann leicht argumentieren, wenn man sagt, ob ich jetzt Erfahrung habe mit Satellitenbau. Ein bisschen schon. Ja, du hast einen gebaut. Ich meine, das zählt als Erfahrung. Ja, genau. Auf jeden Fall. Okay, na dann können wir auf jeden Fall festhalten, du hast das gemacht oder du machst jetzt das, von dem du dir gedacht hast, dass du es gerne machen willst. Also du bist, wie wir schon festgestellt haben, nicht gescheitert. Aber wir machen ja auch alle was wir gern machen. Und die nächste Sache, die man auch, ich weiß nicht, das werden wir gleich rausfinden, ob man es gern macht oder nicht. Weil jetzt werden wir uns dem Matthias widmen. Ist es der Professortitel wert? Sag's ja, uns. Selbstverständlich. Du hast, wie gesagt, haben wir schon geklärt, du hast mit uns angefangen. Du bist aber schon vor dem Doktoratstudium abgebogen und hast dich dann schon, ja, vergleichsweise früh entschieden, die Karriere in der Forschung nicht weiter zu verfolgen, sondern Lehrer zu werden. Warum kommt man auf die Idee, Lehrer zu sein? Beziehungsweise falsche Frage. Dass Leute auf die Idee kommen, Lehrer zu sein oder Lehrerin, ist vollkommen klar. Die studieren dann machen Lehramt. Wegen am Geld, Florian. Nein, sondern die Frage ist, nur du hast wegen ja, des Titels. Warum, das Einzige. Warum bist du abgebogen? Das war die Frage. Warum hast du gedacht, nee, ich mache jetzt keine Wissenschaft, ich mache kein Doktorat, keine Postdoc-Stelle, ich baue keine Satelliten wie die Wikis, sondern du hast ja immer gedacht, ich werde jetzt Lehrer. Warum? Keine Plastiksackerl zur Verfügung. Na, wie schon gesagt, mit dem Flo im Paarlauf sozusagen die ersten 8 Semester erledigt. Und er hat sich dann seiner Diplomarbeit intensiver gewidmet als ich. Und ich durfte als Tutor arbeiten am Institut, also für astronomische Rechenmethoden und Informatik. Und der Professor war einmal nicht da und hat gemeint, Matthias, machst du bitte die Vorlesung, so 2-3 Tage vorher, wie das so üblich ist. Und habe ich mein Herz gefasst und habe versucht, den Studenten und Studentinnen zu erklären, wie man Computerprogramme schreibt, Fortran, Pascal, wie das früher alles geheißen hat. Mhm. Und ich bin drauf gekommen, dass mir das Spaß macht und die Studenten und Studentinnen haben es verstanden. Und da ich mich nicht getraut habe, ins Ausland zu gehen, so wie alle, die hier mitdiskutieren, habe ich versucht, mir einen Job zu suchen, den ich kann oder wo ich etwas weiterbringe, der Spaß macht und ich auch Geld verdiene. Weil wenn man gesehen hat am Astronomieinstitut, wer an Halbdoktoranden oder 2/Drittel-Doktorandenstellen sitzt und, wie wir schon vorher gehört haben, die Bürokratie zu bekämpfen muss und Grants ansucht und die abgelehnt werden, das wollte ich nicht. Sehr vernünftig. Ich muss vielleicht auch sagen, du bist kein Lehrer für Astronomie, sowas gibt es in Österreich nicht. Du bist Lehrer für Physik und Mathematik, also ein extra Fach Astronomie. Pflichtfach gibt es in Österreich nicht, nur dass da die Leute Bescheid wissen. Ja, nicht. Das gibt es nur in der ehemaligen DDR, hat es das gegeben. Auch nicht mehr. Ich habe vor kurzem erfahren, dass in Thüringen der Astronomieunterricht auch schon abgeschafft worden ist. Leider. Ja, also es gibt gar nicht mehr so viel Astronomieunterricht. Aber bevor du weitererzählst von dem Schulunterricht, noch eine Anekdote vielleicht. Weißt du, gut, das weißt du bei dir, dass du eine ganz besondere Person bist in der Podcast-Welt? Nein.
Doch, bist du. Ich mache noch einen anderen Podcast, nämlich die Sternengeschichten. Oh, bist du Hörer Null? Nein, nicht ganz. Also der ist schon seit 12 Jahren online, dieser Podcast, oder fast 12 Jahre gibt es den. Ich habe schon fast 600 Folgen gemacht und das Format von diesem Podcast ist eigentlich schon ziemlich starr. Also ich erzähle jeden Freitag 10 bis 15 Minuten eine Geschichte aus der Astronomie und es ist wirklich nur genau das. Es kommt davor nichts, es kommt danach nichts, es kommt kein Gequatsche über Veranstaltungen, so wie wir es hier machen, oder keine Spendenaufrufe, es kommt keine Werbung, es kommt genau ich und erzähle eine Geschichte. Mehr ist da nicht. Es sind auch ganz explizit keine Gäste, keine Interviews. Das fragen mich auch immer Leute, willst du nicht mal die Person interviewen für die Sternengeschichten? Sage ich, nein, will ich nicht, weil das ist nicht das Format. Da rede ich und sonst niemand. Da gibt es nur eine Geschichte und sonst passiert da nichts. Aber es gibt eine Person, eine Stimme außer meiner Stimme, die in den Sternengeschichten auftaucht. Und das ist die Stimme von Matthias, weil, ich glaube, es war Folge 20. So ganz am Anfang, da habe ich die Routine noch nicht gehabt und das Ganze, ja, die ganzen Abläufe noch nicht gehabt. Es hat sich noch nicht eingespielt. Und dann bin ich damals noch von Deutschland, wo ich gewohnt habe, nach Österreich gefahren und habe irgendwie spontan keine Folge vorbereitet gehabt. Dann sind wir im Keller des Hauses deiner Eltern gesessen. Genau. Und Matthias war da und ich habe gesagt, okay, ich rede jetzt mit dir über Astronomieunterricht in der Schule. Also Folge 20, glaube ich, von den Sternengeschichten. 10 Jahre her, heißt irgendwie Astronomieunterricht in der Schule oder Astronomie in der Schule und das ist ein Gespräch zwischen mir und dem Matthias. Also der Matthias ist die einzige Person und es wird sich auch nicht dran ändern. Yay. Ja, das wird die einzige Person außer mir, die jemals in den Sternengeschichten gesprochen hat. Wetten, dass Folge 20 jetzt plötzlich wieder ganz viele Downloads hat. Das macht er nur wegen den Downloadzahlen. Nein, ich wollte nur sagen, dass das da, also ich wollte eigentlich das nutzen, um darauf überzuleiten auf dein Engagement in der Schule als Lehrer, weil du ja trotzdem die Astronomie nicht irgendwie verlassen hast, weil du sie so hasst. Ja? Also du bist jetzt nicht irgendwie Mathe-Physiklehrer geworden, weil du die Astronomie scheiße findest, sondern du probierst die Astronomie in die Schule zu bringen. Genau, ja. Das wollte ich gerne von dir erzählt bekommen. Auf jeden Fall. Na, was mir beim Studium aufgefallen ist, dass ich gut rechnen kann und dass mir das Spaß macht. Und das waren viele bei mir während der Studienzeit. Ich habe da ein mathematisches Problem. Kannst du mal drüber schauen? Kannst du das ausrechnen? Also das ist meine Leidenschaft, dass ich handwerklich Sachen löse. Und ich bin der Meinung, dass wenn man ein Doktorat anstrebt, dass man künstlerisch tätig sein muss, auch in den Naturwissenschaften, dass man was kreieren muss. Und da muss man ehrlich sagen, da bin ich nicht gut genug. Und deswegen habe ich dann die Abbiegung genommen, irgendetwas anderes zu machen. Aber woher willst du das wissen, wenn du es nicht ausprobiert hast? Ja, das ist ein Gefühl. Ich glaube, man braucht Kreativität und da bin ich nicht kreativ genug. All die Sachen, die du mit deinen Schülern und Schülerinnen machst und du glaubst, du bist nicht kreativ? Na gut, bin anderes nur, bin Thema. Bin nur hier für Phishing for Compliments. Sonst gar nicht. Das funktioniert bei mir immer, ja. Ja. Und dass ich eben draufgekommen bin, dass mir das Unterrichten Spaß macht und die, denen ich etwas sagen möchte, zuhören und das auch verstehen. Und dann, während Flo weiter in der wissenschaftlichen Karriereleiter nach oben geklettert ist und das Doktorat begonnen hat, habe ich versucht, so schnell wie möglich lernt, Mathematik und Physik nachzuholen. Das heißt, du hast ein abgeschlossenes Astronomiestudium, also zumindest den Magister, also was jetzt heute ein Master heißen würde, hast du. Und der zweite Master oder der zweite Magister ist? Lehramt Mathematik, Physik. Also das 2 Silbermedaillen statt einer goldenen sozusagen. Aber eine goldene ist immer noch über 2 Silber. Du kannst doch 5 Master weiß, oder Magister machen, bist trotzdem nicht besser als ich, die Ruth. Das ist leider wahr. Ja, aber du, andererseits, Evi, brauchst nur noch einen Doktor machen, dann bist du überall all, weil da hättest du einen Doktor, einen Magister und einen Master. Du hast jetzt schon einen Magister und einen Master. Und wenn du noch einen Doktor dazu machst, dann outrankst uns alle. Also alle, die nicht aus Österreich stammen und zuhören, merken gerade, dass Titel das hier in diesem Land etwas besonders Wichtiges ist. Ich hab's mir auch gerade gedacht. Und was ist jetzt mit dem Professor? Der Professor. Wie kann man Professor werden, ohne ein Doktorat zu haben? Indem man Lehrer wird. Ja, du bist doch, glaube ich, nur Professor. Also, wenn du die Schule verlässt, bist du keiner mehr. Das ist richtig. Es gibt ja verliehene Titel in Österreich und Amtstitel. Man kann auch einen Professor verliehen bekommen. Unser Bundespräsident hat einen verliehenen Professor. Und alle Lehrer haben einen Arbeitstitel. Solange sie Lehrer sind, werden sie als Professor angesprochen. Eine Besonderheit, die Kopfschütteln in allen anderen Ländern der Welt auslöst. Müssen die das? Müssen die Kinder dich mit Herr Professor anreden? Sie sind es gewohnt. Oder kannst du es verlangen von ihnen? Ist ein Arbeitstitel etwas, was du quasi, wo du drauf pochen kannst? Also das ist zum Glück noch nicht vorgekommen. Ja, Professor, Magister Kittel, sonst kannst du wieder in der Ecke stehen. Nein, so, nur beim Zahnarzt werde ich so aufgerufen. Nein, also das ist eine geschichtlich gewachsene Sache. Also keiner sagt Herr Kittel. Sie sagen wirklich alle Herr Professor. Herr Professor. Das ist wirklich so. Standard. Nicht der Herr Fässer? Ja, Fässer. Fässer. Fässer.
Ja, was machst du mit den Kindern? Also erstens einmal cool, wenn ich erzählen kann, dass ich Astronom bin. Also wenn ich jemanden beeindrucken möchte oder Eindruck schinden möchte, sage ich, ich bin Astronom. Wenn ich Streit suche, sage ich, ich bin Lehrer. Also es ist etwas, was Schüler jeden Alters begeistert. Die erste Frage bei den Kleinen ist immer, waren sie am Mond? Die andere Frage ist, ja, ich bin Steinbock. Das ist ja ein bisschen gefährlich. Ja. Aber astronomische Themen sind einfach toll zu unterrichten, weil das ist, ja. Die Ruth kennt sich ja da aus, dieses Kinderleuchten. Ja, von den Kleinen bis zu den Großen, das ist einfach. Du unterrichtest aber im Gymnasium, also 10 bis 17, 10 bis 18, 18. Genau, im Gymnasium. Egal welche Schulstufe, Astronomie ist cool, ist der Renner. Mhm. Sterne explodieren, Galaxien rundherum. Wie viel Freiheit hast du, Astronomie in Mathe und Physik unterzubringen? Mathematik ist ein bisschen schwieriger, das ist alles vorgegeben. Ein aber Stern und ein Stern sind zwei Sterne. Oder, keine Ahnung, du musst dann einen Stern integrieren von 5 Sternen zu 10. Ja, ich rede Quatsch. Ich schreibe schon mit für die nächste Stunde morgen, was ich da machen muss. Nein, Parallaxenberechnung, das ist so eine Sache. Also das ist ein rechtwinkeliges Dreieck. Ja. Und wenn man da statt Standlinie und Franzi schaut über die Brücke und sieht das andere Haus, wenn man da über Parallaxen zu reden beginnt, dann ist das einfach cool. Und Parallaxe ist ja auch ein leibendes Wort. Ja, jetzt stehe ich dann vor 30 Kindern mit deinem Daumen. Linkes Auge, rechtes Auge. Hast du eigentlich schon mal probiert, nach Planeten zu suchen in Daten? Also da gibt es Schulprojekte, wo Schüler dann mit den Rechnern da herumsuchen. Nein, das haben wir noch nicht ausprobiert. Aber ich habe Schüler, die dann auch Astronomie studiert haben. Und auch noch nicht gescheitert sind? Nein. Bist du dann die Eislaufkunst-Mami? Nein, also der hat jetzt den Master gemacht voriges Jahr. Das macht also jetzt gerade ein schönes geistiges Bild, der Matthias als Eislaufkunst-Mami. Nein, keine Schülerprojekte, aber ich bin der Typ dann, der dann bei Sonnenfinsternissen herumläuft mit einem Stück Karton und Löcher hineinmacht und Lochkamera spielt oder Transit über Video ans Konferenzzimmer beamt. Also astronomische Themen sind ein Hingucker. Das ist einfach cool für alle. Vermisst du die Forschung? Denkst du dir manchmal, was wäre, wenn, hätte ich doch? Oder? Ja, viermal im Jahr. Ah, immerhin? Ja, da wird man ein bisschen melancholisch und denkt sich, was wäre passiert, wenn man dann doch den Mut aufgebracht hätte, anzusuchen und dann irgendwo anders hinzugehen. Aber das vergeht dann relativ schnell. Mut, ich weiß nicht, wie viel Mut braucht es, sich vor irgendwie 25 14-Jährige zu stellen und denen Mathe und Physik beibringen zu wollen. Ich meine, wenn das nicht Mut verlangt, dann weiß ich nicht was. Das bleibt beim Versuch meistens. Ja, aber das ist ein gutes Thema, weil Lehrer ist ja durchaus ein Beruf, der vielleicht erstmal von außen gesellschaftlich nicht die Anerkennung bekommt, die er bekommen sollte. Da wird viel geschimpft über die Lehrer, aber auch intern sind ja die Arbeitsbedingungen oft ziemlich ungut, wenn man als Lehrer oder Lehrerin in Schulen arbeitet. Also bist du immer noch zufrieden mit deiner Entscheidung oder denkst du, na, vielleicht hätte ich doch was ganz anderes machen sollen, weil das Lehrersein ist auch Arsch. Nein, Zufriedenheit ist vollends da. Es macht jeden Tag Spaß, aufzustehen. Die Schüler und Schülerinnen zu unterrichten, ist kein Problem. Das sind alle nette junge Menschen. Ja. Ja. Die hören jetzt wahrscheinlich auch alle zu. Dann weiß man nicht, ob die zuhören, aber kann gut sein, dass sie zuhören. Willst du denn was ausrichten, wenn sie zuhören? Hallo. Ich bin's. Aber echt, gibt's nicht, es gibt doch immer die Leute, mit denen man nicht kann, oder? Es gibt doch immer die man einfach nicht raushält. Genau. Erkläre jetzt bitte hier, Herr Professor Kittel, sagen Sie bitte, welche Ihrer Schülerinnen und Schüler sind die größten Arschlöcher? Sagen Sie es bitte mal der Öffentlichkeit. Aber, stimmt das? Sind Sie wirklich, kannst du alle handeln? Kannst du mit allen gut? Na, manchmal ist es leichter, manchmal nicht. Ja. Aber wenn man sie wie normale Menschen behandelt, dann funktioniert es meistens. Mhm. Ja, Kinder, wie hat einer meiner Ausbildenden gesagt, Kinder sind keine Trottel. Denen kann man etwas zumuten und wenn man ehrlich ist, dann funktioniert es. Also aus meiner Sicht, ich glaube, ich bin kein typischer Lehrer. Und also ich darf in einer Schule unterrichten, die ist neu, die ist groß, die ist geräumig. Meine Kollegen und Kolleginnen sind Weltklasse. Also das macht Spaß. Bis jetzt, ich sage immer, solange mich keiner anspuckt und ein Messer auf mich losgeht, ist alles gut. Es sind vollkommen in Ordnung. Und hast du auch so einen Höhepunkt der Karriere? Hast du auch irgendwas so ein Satelliten im Sackerl-Erlebnis? Oder? Das haben die wenigsten, ja. Oder? Jeder Binnenalsprung ist ein Karrieresprung nach vorne. Bezahlung. Aha, okay, gut. Ja gut, da käme ich aus. Ich bin außer von der Uni bin ich noch nie irgendwie wirklich bezahlt worden. Also schon bezahlt worden, aber ich habe jetzt nie irgendwie so einen Arbeitsvertrag mit irgendwelchen. Na, Höhepunkte wären, da ist ja keine, also wir haben vorher war die Frage noch, wie das mit der Freiheit ist.
Also im Physikunterricht zum Beispiel, wenn man Spektren erklärt, dann kann man das über Neonröhren machen und über Sterne. Und was der coolere Weg ist, brauche ich jetzt nicht zu erläutern. Also da hat man relativ viel Freiheiten und jeder Kollege bei uns, wir haben da eine hochakademische Gruppe, einen Festkörperphysiker, der macht das halt anders und so, wie er sich auskennt, und jeder hat einen anderen Zugang und kann das entsprechend erklären, aber nichts geht über den astronomischen Zugang, weil der einfach der interessanteste und coolste ist. Wir haben kein Pflichtfach Astronomie, aber wir haben an unserer Schule ein Wahlpflichtfach Astronomie, also ihren Lehrplan schreiben und Schüler ansprechen, ob sie dieses Wahlpflichtfach nehmen wollen. Es hat unverbindliche Übungen gegeben. Also wir versuchen, die Astronomie auch in das Curriculum der Schule hineinzubringen. Und nächstes Jahr werden die ersten im Wahlpflichtfach Astronomie maturieren. Und das ist dann schon cool, wenn man sagen kann. Voll. Wir haben hier Schüler und Schülerinnen, die einfach Astronomie machen. Du bringst dann quasi die nächsten Leute an die Sternwarten, damit sie dann dort vorwärts scheitern können. Hineinscheitern mit haben wir es vorher genannt, oder? Scheitersalto, mortale hinein. Das Hineinscheitern ist ja viel passiert, nachdem wir alle rausgescheitert sind aus der Astronomie, bis auf die Wiki, in andere Berufe, Berufungen, bist du ja aus deiner vorherigen Beruf und Berufung in die Astronomie hineingeschaltet, weil bei dir ist ja umgekehrt gelaufen, du hast ja auch was ganz anderes angefangen, das haben wir auch schon mal in den allerersten Folgen von Neues von der Sternwarte damals noch erzählt, als Kommunikationswissenschaft-Studium, mit dem hast du angefangen und dann hast du aber auch festgestellt, dass das nicht das Wahre ist und bist dann jetzt quasi durch dieses Scheitern in die Astronomie reingekommen. Das Scheitern in der Astronomie steht ja noch bevor, dass dich aus der Astronomie hinaus in etwas anderes gescheitert wirst. Aber ich sage immer Scheitern, aber es sollte hoffentlich klar geworden sein, dass ich es gar nicht so negativ meine, das Scheitern, weil wie gesagt, wir haben gerade erfahren, Matthias ist glücklich mit dem Job, den er macht. Ich bin's auch. Ich gehe davon aus, dass die Ruth das auch ist, weil sonst würde sie jetzt nicht hier sitzen, wenn sie das nicht wollen würde. Also wir sind alle sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir tun, obwohl wir insofern gescheitert sind, als dass wir nicht das tun, was wir damals, als wir jung waren und die Tore der Sternwarte in Wien durchstritten haben, uns gedacht haben, dass wir tun. Also Scheitern kann durchaus okay sein. Es ist sogar, muss ich ja da nochmal irgendwie da mit die Lanze brechen. Das Scheitern ist ja quasi die Grundlage der Wissenschaft. Das ist ja sogar der Name. Da kommt ja der Name Wissenschaft her. Auf Englisch ist es noch Science, die gleiche Wortwurzel, Wortstamm, wie man das nennt, Sprachwissenschaftler hervor. Also das kommt vom Teilen. Das Scheitern, der Scheit, ne? Man teilt etwas, oder die Scheide, wo man etwas hineintut, das ist dieser Wortstamm des Trennens, und das ist ja das, was die Wissenschaft macht. Die Wissenschaft trennt Dinge in verschiedene Gruppen. Das ist ja quasi die Ursprungstätigkeit, wenn ich etwas wissenschaftlich betrachte. Und das ist quasi das Scheitern, kommt von dem gleichen Trennen, wie es der Name der Wissenschaft tut. Und uns hat die wissenschaftliche Karriere von sich getrennt. Brutal. Ja, aber wir sind trotzdem noch dabei. Aber Evi, da dein Scheitern noch bevorsteht, können wir nicht darüber reden, was... Aber Moment. Aber hast du, wie du begonnen hast, Astronomie zu studieren, eine wissenschaftliche Karriere angestrebt? Nein, das ist ja bei mir alles so ein bisschen... Ich bin da eher hineingestolpert. Bei mir ist es ein bisschen fast wie in einer Sekte irgendwie. Ich habe da, weil ich komme nicht mehr raus, sagen wir es mal so. ich war ja machst du da in Österreich? Du warst schon lange nicht mehr auf der Sterbarte, Vicky. Das ist ganz arg jetzt dazu mittlerweile. Run, Vicky, run while you can. Anscheinend. Nein, ich war ja eben sehr, sehr lange ja berufstätig, eben in Mediaagenturen. Also ich habe eigentlich eher so einen Werbe-Background. Und ich habe eigentlich eher so, ich sage es jetzt einfach so zum Spaß, fast mit dem Astronomiestudium. Ich meine, das ist eher ein Wahnsinn. Ja, ich weiß nicht, was ich mir da gedacht habe. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Also mich hat einfach das Thema interessiert und ich wollte einfach was machen, auch weil ich beruflich bin jetzt nicht gescheitert, aber ich bin halt irgendwie auch nicht weitergekommen und ich wollte auch nicht weiterkommen. Also es war dann irgendwie so, vielleicht war es halt so eine Art Decke, die ich auch erreicht habe, und habe da irgendwie beruflich, hat mir da jetzt die
ja, hat mich halt nichts mehr richtig gefordert und ich wollte einfach was Neues lernen, mich mit was Neuem auseinandersetzen und das hat mich halt einfach immer schon interessiert. Und dann habe ich halt einfach, warum auch immer, mal inskribiert und habe dann mal geschaut, okay, was passiert da eigentlich und wie weit komme ich? Und ich meine, wie ich da beim ersten Mal in Rechenmethoden gesessen bin und der gesagt hat, die Prüfung dauert dann 3 Stunden am Ende des Semesters, ja, habe ich mir gedacht, okay, danke, ja. Das war's dann. Und ich bin ja dann auch das erste Mal gleich mal durchgefallen. Und dann habe ich aber gesehen, dass okay, aber irgendwie dafür, dass ich einen Blackout bei der Prüfung hatte, bin ich jetzt nicht fundamental durchgefallen, sondern es hat eigentlich gar nicht so viel gefehlt und habe dann 3 Wochen gestrebert und habe dann die Prüfung mit einer 2 geschafft. Und dann bin ich irgendwie immer weitergekommen und dann habe ich ja oft schon auch aufgehört und dann habe ich aber wieder begonnen mit dem Studium und irgendwie lässt es mich nicht los. Und deswegen sage ich ja, ich komme gerade nicht mehr los davon irgendwie. Und ja, und das hat sich bei mir dann einfach so entwickelt über die Jahre mittlerweile, dass ich da eigentlich nicht hinein scheitere, sondern ja, weiß ich nicht, hinein stolpere die ganze Zeit. Und irgendwie ist es hat dann aber auch eine gewisse Bedeutung für mich bekommen. Also es hat dann schon noch was gemacht mit mir, dass ich dann eben auch, also ich habe dann auch immer weniger gearbeitet, also habe dann eben auf Teilzeit gemacht, damit ich eben mehr studieren kann, habe dann Bildungskarenz auch gemacht, wo ich mich damit gesagt habe, okay, jetzt fokussiere ich mich mal aufs Studium und habe mir dann aber auch bewusst dann danach immer nur auch Teilzeitjobs gesucht, damit ich das Studium weitertreiben kann. Also ja, aber es hat dich schon auch quasi, so wie uns alle, in eine andere berufliche Richtung getrieben, weil du hast ja, zwischendurch noch ein Masterstudium in Wissenschaftskommunikation gemacht, du bist jetzt Podcasterin über Astronomie, also das hättest du ja vermutlich nicht gemacht, wenn du einfach in deiner Werbefirma geblieben wärst, wärst du nicht drauf gekommen, einen Podcast über Astronomie zu machen. Ja, ich wäre auch überhaupt nicht auf das ganze Thema Wissenschaftskommunikation gekommen, weil das war dann halt schon, also es war jetzt nicht so, dass ich mir gesagt habe, ich möchte jetzt eben, also ich strebe jetzt eine Karriere in Akademie an, sondern es war dann eher der Gedanke, okay, ich finde das ganze Astro-Wissenschaftsthema total cool, ich habe eben diesen Kommunikationshintergrund, wie kann ich das verbinden, wie kann ich da quasi meine ganze Erfahrung, die ich da doch über 10 Jahre in den Agenturen und mit der ganzen Kommunikation habe, wie kann ich das mit Astronomie verbinden? Und da ist dann halt die Wissenschaftskommunikation das Naheliegendste eigentlich, dass man dann das vermittelt, was man cool findet. Dass man sagt, hey, das ist total super, wieso machen das nicht mehr Leute? Und ja, dass so ein bisschen dann dieses Bedürfnis heraus dann entstanden ist. Ja. Also du bist einfach quasi direkt durch die Astronomie hindurchgescheitert. Ja, wenn das so ist, ja. In deine Wissenschaftskommunikationskarriere. Genau. Okay. Ja, aber du wolltest ja noch erzählen von einem Film, weil das ist ja das, was du in diesem Podcast sonst immer machst. Du erzählst von einem Film und hast heute einen Film rausgesucht, der jetzt nicht unbedingt Science Fiction ist, sondern eigentlich sogar das Gegenteil. Er ist Science Fact, wenn man so will, weil es ist ja ein Film, der auf wahren Begebenheiten beruht, wo es auch ums Scheitern geht. Genau, ja. Also eigentlich ist es mehr ein autobiografischer Film oder eigentlich ein Buch. Ich glaube, ich habe auch irgendwann einmal, haben wir schon einmal im Universum kurz über The Rocket Boys gesprochen. Aber bei 100 Folgen, ja, also es gibt keine Science-Frames-Folge darüber. Das kannst du ja bei Buchempfehlungen irgendwie sowas machen. Ja, ich glaube, wir haben es irgendwann schon mal erwähnt, weil ich die Geschichte einfach auch so nett finde und ich finde sie auch wirklich sehr inspirierend und motivierend, weil es ja eben ein bisschen auch ums Scheitern geht, aber trotzdem dann dranbleiben und sich einfach seine Träume verwirklichen. Und zwar ist das eben, also ich habe es ja schon gesagt, Rocket Boys, beziehungsweise der Film dazu heißt October Sky. Und zwar ist das eben die Geschichte vom Homer Hickam, der eben das Buch auch geschrieben hat. Das ist eigentlich ein autobiografisches Buch über seine Jugend. Und zwar ist er jetzt in einer Gegend auch aufgewachsen, also in Colwood, West Virginia, wo irgendwie alle im Bergbau arbeiten, also alle in der Zeche da sind. Und da dann, ja, dann eigentlich vorgegeben ist. Also sein Vater ist da auch so der Chef irgendwie von dieser Mine und das ist irgendwie klar, dass da alle das machen, wenn sie dann erwachsen werden. Und er sieht dann aber eben als Jugendlicher Sputnik, also das war dann eben in den 50ern. Das ist ein bisschen so wie Simmering, kann man sich Colwood vorstellen. Ja? Der Stadtteil aus Wien, wo die Ruth herkommt. Fast, ja. Aber das Bergwerke gibt es keine in Simmering. Ja, das erklärt meine Augenringe, das ist Kohlenstaub. Na, auf jeden Fall hat Homer Hickam dann eben Sputnik gesehen. Es war auch in den 50ern, es war gerade eben dieser Beginn von diesem ganzen Raumfahrtzeitalter und Kalter Krieg und so. Und der war aber auf jeden Fall so fasziniert, dass er dann gemeint hat, er will jetzt Raketen bauen. Und das war halt auch so, wenn du da halt echt irgendwo am Land bist und dann kommst du plötzlich und sagst, du willst jetzt Raketen bauen. Ja, sagen wir mal, okay, du bist deppert, du spinnst, ja. Und er hat das aber gemacht. Also er hat so sich dann Simmering auch. Ja. Genau, also er hat sich da dann eben mit ein paar Freunden zusammengetan und die sind eben auch fulminant gescheitert. Also er hat da den Gartenzaun von seiner Mutter gesprengt. Ja. Von weil die auch nichts gewusst haben. Also wir sind nicht so wie heute, wo du nicht nachschaust und dann irgendwie kriegst eine Million YouTube-Videos, die erklären, wie du Raketen baust. Die haben sich halt irgendwie einfach selbst durch Versuche beigebracht, wie man eine Rakete baut. Das ist auch nicht trivial.
Genau, ja, also er hat sich auch die Mathematik selber beigebracht, hat sich dann Bücher ausgepackt. Er ist auch von einer Lehrerin unterstützt worden, die hat ihn da auch motiviert, die hat auch sein Talent erkannt. Sein Vater hat sich eher ein bisschen dagegen gewehrt. Sein Vater hat dann auch einen Unfall gehabt, also er hat dann auch wirklich eigentlich aufhören müssen, auch mit der, ich glaube, er hat dann die Schule auch sogar unterbrochen, damit er eben auch in der Mine, also auf der Zeche eben arbeiten kann, dass er da das Geld verdienen kann für die Familie. Also das war überhaupt nicht irgendwie vorgegeben. Es war dann auch eine Anschuldigung, dass irgendwie seine Raketen schuld sind, dass da ein Waldbrand war. Also da hat dann auch die Schule gesagt, jetzt ist dann Schluss, weil sonst fliegt er da auch von der Schule, wenn er da weitermacht. Hat aber nicht gestimmt. Genau. Er konnte das dann auch widerlegen. Also er hat dann auch mittels, also ich glaube, er hat das dann irgendwie die Flugrouten berechnet und mit dem Gewicht und so. Und das war dann irgendwo, wo der Waldbrand war, da hätte seine Rakete gar nicht landen können. Also da hat er das dann bewiesen eben auch, dass sie das nicht waren. Und, und hat sich da dann eben quasi durchgekämpft. Und der Film endet dann eben, dass sie da auf dieser Wissenschaftsmesse, auf so einer Fair sind, wo es dann darum geht, da eben auch, dass sie dann ein Stipendium bekommen, wenn sie das gewinnen. Ja, und im echten Leben war das dann eben auch so, dass er dann eben Ingenieurstudium gemacht hat und eben auch das verlassen hat, also die Stadt, und dann 1981 seinen Traum verwirklicht hat und dann bei der NASA war und hat er im Astronauten dann auch ausgebildet und war auch bei diversen, ich glaube sogar Satellitenprogrammen oder sowas, bei Designern eben auch dabei. Also ähnlich wie du, Vicky, glaube ich, hat er da gemacht. Und hat dann aber eben ein Buch geschrieben und hat sich dann, glaube ich, 1998 dann, ist er dann Schriftsteller geworden, also hat dann den Dienst bei der NASA quittiert. Und er war aber vorher auch noch beim Militär und hat sogar in Vietnam gedient und so, also auch ganz, ganz arge Geschichte eigentlich. Und ich finde es einfach schön, weil es eben auch diese Hartnäckigkeit zeigt, dass wenn jetzt eben die Chancen eigentlich gegen dich sprechen ein bisschen, also weil das war wirklich so against the odds, dass er da rauskommt aus Coalwood und eben nicht dieses gleiche Schicksal erfährt. Ja, und das finde ich eine sehr schöne, inspirierende Geschichte. Und sie ist sowohl das, also ich habe das Buch gelesen, das ist auch sehr gut. Und der Film ist auch sehr nett. Das ist zwar schon von 99, das Buch ist 98 rausgekommen, aber es ist beides sehr, sehr empfehlenswert und ich finde es wirklich sehr inspirierend. Also. Ja, ich habe das Buch auch gelesen. Ich habe, glaube ich, zuerst den Film gesehen. Ich kannte weder Buch noch Film, bevor ich das zum Film mal gesehen habe. Ich kann den Film auch sehr, sehr empfehlen. Es ist wirklich ein sehr, sehr guter, schöner Film. Spielen auch, glaube ich, halbwegs bekannte Leute mit, oder? Jake Gyllenhaal. Ja, der Jake Gyllenhaal spielt eben die Hauptrolle, den Homer Hickam, genau. Und die Laura Dern, die einige aus Jurassic Park kennen oder aus Star Wars, die spielt eben die Lehrerin auch, die ihn da unterstützt, ja. Und dann habe ich danach das Buch gelesen und das fand ich dann noch viel, viel besser. Also seine eigene Autobiografie, seine Geschichte. Also kann man beides extrem empfehlen, sowohl den Film als auch das Buch. Ich weiß gar nicht, ob man den Film irgendwo schauen kann. Ach, das habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Ich glaube schon, weil ich habe ihn ja auch erst vor kurzem gestreamt. Ich kannte ihn ja auch nicht. Ich habe den ja vor 2 Jahren oder so entdeckt, zufällig auch, ja. Ja, aber vor allem in dem Film, da sieht man wirklich schön das Thema der heutigen Folge des Scheitern, weil ja, so wie es ist, wenn man probiert, Raketen zu bauen, das ist nicht einfach, da explodieren erstmal viele. Hast du mit deinen Schülern, Matthias, Raketen gebaut? Wasserraketen. Ja gut, die sind ja simpel. keine Stärke reingedreht. Das beeindruckt den Florian gar nicht. Kann ich eine kleine Anekdote von wegen Film während meiner Matura, also zwischen der schriftlichen und der mündlichen, war ich auf einmal nicht mehr sicher, ob ich Astronomie machen wollte, weil die alle erzählt haben, dass ich nie einen Job haben werde in der Astronomie, dass ich nie schaffen werde. Mhm. Ja. Haben sie sich geirrt. Genau, und aber gerade im Kino war Contact mit Judy Foster. Und das habe ich mir angeschaut, dann plötzlich war mir klar. Und der Rest ist Geschichte. Und der Rest ist Geschichte, genau. Obwohl ihr Radioteleskop nicht in den Plastiksackel gefasst hat. So genau, und ihr überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was ich mache, aber trotzdem. Ja, man unterschätzt die Vorbildwirkung und die Inspirationswirkung von so Sachen. Ja. Filmen. Genau, und das war auch von meiner Seite aus, war es auch schön zu sehen, dass eine Frau irgendwie Astronomin sein kann, weil auf der Sternwarte haben wir ja weniger Vorbilder gehabt in der Richtung. Stimmt, ja. Und was würdest du den Leuten ausrichten, die dir damals gesagt haben, du kriegst nie einen Job und dann machst du auf den Brief oder das E-Mail vom ERC-Grant und sie sagen, congratulations, würdest du denen dann auch irgendwie was sagen wollen oder denkst du, ist mir wurscht? Ja, ich glaube, ich würde eher sagen, in your face. Genau. Aber ich würde dann auch sagen, irgendwie Leute nicht irgendwie davon abzuhalten, ihre Träume zu verwirklichen. Okay, das heißt, dein Tipp für alle, die vielleicht vor der Wahl stehen, demnächst ein Studium wählen zu müssen oder generell vielleicht Berufsentscheidungen treffen zu müssen, wäre das dann dein Tipp? Auf jeden Fall, mach das, was dich interessiert. Geht's ins Kino. Genau. Geht's ins Kino. Ja, und mach das, was euch interessiert. Na schon, das ist doch ein schöner Abschluss. Voll.
dann könnt ihr vielleicht auch irgendwann mal Satelliten im Sack abgegentragen. Das ist der Titel deiner Autobiografie. Ja, die wird dann auch verfilmt mit Jack Gyllenhaal. Hm? Er kann ja dann seine Schwester spielen, die Maggie Gyllenhaal. Die genau, ist ja, ja auch. Stimmt, genau, ja, dann, genau. Hätte man das auch erledigt. Ja. Der Cast steht schon fest, alles da. Müssen wir Ihnen nur noch beibringen, wie man Sackerl sagt, den Amerikanern. Ja, Sackerl. Müssen wir noch auflösen, dass ein Sackerl eine Tüte ist? Nein, das haben die Leute nicht wissen. Googlen. Let me google that for you, liebe Deutsche. Wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass Scheitern super ist. Das ist absolut. Eine Biografie hineingestolpert und herausgescheitert. Ja, aber wir wären alle nicht da, wo wir jetzt sind, bis vielleicht auf die Wiki, wenn wir nicht irgendwo zwischendurch gescheitert werden. Das Wichtigste ist, dass es ohne unser Scheitern keine 100 Folgen vom Universum gegeben hätte, weil wenn du nicht nach der Uni das gemacht hättest, was du gemacht hast, Rode, und ich nicht das gemacht hätte, was ich gemacht hätte, dann hätten wir nie diesen Podcast gemacht. Also ohne Scheitern gibt es das Universum nicht. Und auch nicht ohne Fledermäuse in Wuhan. Dem, ja, die haben auch eine Rolle gespielt. Dieses große Scheitern herkam, ja. Ja, und wer weiß, was gescheitert ist, als irgendwann mal das Universum von 13,8 Milliarden Jahren entstanden ist. Ja. Wer weiß, wem da was runtergefallen ist. Ups. Ja, irgendwas ist passiert. Aber wir können froh sein, dass wir auf die Art gescheitert sind. Und weil es besondere Folge 100 mit Scheitern ist, lassen wir auch die Fragen aus der Hörerschaft aus diesmal. Sondern kommen direkt kurz zu den Ankündigungen. Wollen wir noch was ankündigen, Ruth? Wir müssten noch irgendwelche Auftritte ankündigen. Moment, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Wenn das heute erscheint, ist der 26. März. Ah, da sind wir gerade in Herten. Ja, sind wir gerade in Herten. Da haben wir unsere Live-Folge 100 schon fertig. Da ist alles schon vorbei. Ja. Da gibt es nichts mehr zum Ankündigen. Also kommt vorbei und sagt Hallo. Ja, wenn ihr das noch hört. Wir sind noch da. Genau, wir sind noch da. Am Donnerstag mache ich noch die Sternengeschichten live dort. Da könnt ihr noch kommen, wenn ihr schon Karten habt, weil es ist ausverkauft. Wenn ihr nicht keine Karten habt, dann weiß ich nicht, könnt ihr auch kommen und euch vor die Tür stellen. Irgendwann gehe ich rein und raus, dann könnt ihr auch Hallo sagen, weil es wäre auch blöd, wenn ihr nur kommt nach Herten, um Hallo zu sagen. Das macht auch keinen Sinn. Aber wenn ihr nicht so weit weg wohnt, weil sonst ist es irgendwie spooky, wenn ihr jetzt von urweit herkommt und nicht einmal Karten für die Show habt. Aber es gibt vielleicht noch Karten für Ruths Planetarium-Shows, die ja auch Montag, Dienstag und Mittwoch stattfinden, oder? Montag und Dienstag. Ah, Mittwoch nicht. Okay, dann wird's knapp. Nein, ich wollte dann auch noch einen Tag frei haben. Ja, dann wird's knapp. Dann gibt's von dir nichts anzukündigen, von mir auch nicht so viel. Ich bin halt in Herten, wenn ich zurückkomme, bin ich am 3. April in Innsbruck mit den Science Busters, am 4. April in Dornbirn mit den Science Busters. Nein, stimmt gar nicht. Obwohl, es stimmt schon, ich bin am 4. April in Dornbirn mit den Science Busters, aber wir tun da nichts. Das tun wir erst am 5. April in Dornbirn mit den Science Busters. Das wird auch drüber geredet. Und am 6. April sind wir mit den Science Busters in Ebersberg. Das ist in der Nähe von München ungefähr. Und danach kommen diverse Sachen, die euch nichts angehen, weil es Privattermine sind, sehe ich in meinem Kalender. Und dann kommt schon bald wieder die nächste Folge vom Universum und dann gibt es Termine in Wien und Niederösterreich. Aber das sage ich dann nochmal. Willst du irgendwas ankündigen, Matthias? Du hältst ja quasi jeden Tag Vorträge. Ja, morgen, übermorgen. Geht einfach in die Schule. Ich glaube, das ist vollkommen gerne gesehen, wenn Leute so in die Schulen reinspazieren, oder? Hört euch die Vorträge an von Matthias. Ist es nicht sogar offiziell verboten? Ja, ich glaube schon. Man muss sich beim Schulwart melden. Oh, beim anderen Professor. Ja. Beim wahren Star der Schule. Irgendein Professor ist sicher aufzutreiben. Also bitte, ja, sucht nicht die Schule von Matthias Heim, macht das nicht. Und sonst müsst du irgendwas ankündigen. Macht deine Schule irgendwas Öffentliches, was du ankündigen willst? Nee. Dann haben wir das auch geklärt. Dann müssen wir uns noch bedanken. Und wir fangen mal mit dem Dank an, den wir für unsere normalen Spenden. Den finanziellen Dank. Genau, den finanziellen Dank. Der Dank ist nicht finanziell. Nein. Die Spenden sind finanziell. Ja. Und dafür bedanken wir uns immer ganz, ganz, ganz recht herzlich bei euch, weil ihr die Einzigen seid, die unsere Arbeit hier finanzieren. Und seit dem letzten Mal haben uns auch wieder einige nette Leute mit diversen, teilweise sehr großen Geldsummen bedacht. Ihr seid die Allerbesten und auch nette Nachrichten. Ja, das muss ich auch nochmal dazu sagen. Also es gibt die meisten Leute schicken dann auch noch eine sehr nette Nachricht mit ihrem Geld gleich hinterher und dann mir kommen manchmal fast die Tränen. Danke, recht herzlichen Dank diesmal an David, Daniel, Angelika, Markus, danke Stefan, danke Christoph, danke Harald, danke Olaf, danke auch für die nette Nachricht, Olaf. Olaf sagt, wir sind normal, aber ich glaube, er meint es positiv. Danke, dass wir so normal sind. Ja, ebenfalls. Danke Daniel, Manfred, Matthias und Karin, das waren jetzt die Spenden über vielen Dank. PayPal. Und dann haben noch ein Spendenabo
abgeschlossen. Kamna und danke Frank. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, dann tut das. Die Informationen dazu stehen in den Shownotes und die Shownotes stehen bei dasuniversum.at. Wenn ihr uns Fragen schicken wollt, die wir dann ab den nächsten Folgen so wie immer beantworten, über Astronomie natürlich, dann schickt das an fragen@dasuniversum.at. Wenn ihr uns was anderes schreiben wollt, dann schickt das an hello@dasuniversum.at. Und wir bedanken uns auch noch für Sachspenden. Auch das kam. Es gab wunderschöne Stücke von Jörg, die haben wir aber schon in der letzten Folge oder vorletzten Folge erwähnt. Wir haben aber seit dem letzten Mal aufnehmen, von Christian, wieder ein anderer Christian, wir haben viele Christiane, haben wir Edelmetall bekommen. Also wir haben wirklich ein Paket voll Silber, wenn man so will, bekommen. Also ja, nicht wenn man so will, es war Silber. Also Christian hat uns wunderschöne Metalle haben wir bekommen, diesmal tatsächliche Metalle, wo auch die Chemiker zufrieden werden. Wunderschöne Münzen mit astronomischen Motiven, also so Sondermünzen, teilweise aus Deutschland noch, also immer noch aus Deutschland, aber aus Deutschland noch Mark hatte, das würde ich sagen. Es waren auch noch… Aus dem alten Deutschland. Briefmarken waren auch dabei mit astronomischen Motiven. Cool, wundervolle Sachen, also fanden wir alle drei sehr, sehr toll. Richtig beeindruckend. Mhm. Vielen, vielen lieben Dank, Christian. Ja. Also wenn ihr uns auch, wir nehmen auch Gold oder Platin, also ihr könnt alle eure Edelmetalle, die ihr nicht mehr braucht, schickt uns gerne bitte. Eisen muss jetzt nicht sein, ich muss jetzt kein 10 Kilo Paket Eisen von der Post abholen, das brauche ich nicht dringend, aber wer weiß, wenn es cooles Eisen ist, nehme ich es auch, also weiß man nicht. Aber es sollten schon astronomische Motive drauf sein. Also das Gold nehme ich auch ohne Motiv. Also wenn das nehmen wir auch so. Und dann mit den Philharmonikern. Ja, das versteht man jetzt wieder nur in Österreich. Aber wir haben auch noch Post in Form von Postkarten bekommen und die hast du mir vorhin weggenommen, weil du die gelesen hast, Ruth. Das heißt, du musst jetzt sagen, von wem wir die Postkarte bekommen haben. Da drüben habe ich sie hingelegt. Und das habe ich weggeräumt. Eieieiei. Jetzt, wo ist die Postkarte? Hinter dir. Da auf dem Hocker. Die Postkarte kam von, ach Gott, das kann ich nicht mal lesen. Die Postkarte kam auf jeden Fall. Vom Mond. Vom Chaos-Treff Potsdam kam die Postkarte und sie kam von Ajuvo, ist zumindest das letzte Wort, was auf der Karte draufsteht. Vielen Dank auf jeden Fall an die Person, die uns vom Chaos-Treff Potsdam eine Postkarte geschickt hat. Wie gesagt, alles, was ihr uns finanziell zukommen lassen wollt, das freut uns. Alle Postkarten, die wir kriegen, freuen uns. Alle Edelmetalle, die wir kriegen, freuen uns. Uns freuen aber auch einfach nur nette Bewertungen. Auch das ist schön. Also ihr könnt uns auf allen Podcast-Plattformen bewerten. Das haben auch wieder einige getan. Einer hat uns bewertet, ich glaube, es war Johannes, der hat sich beschwert, dass wir so viel quatschen und nicht zur Information kommen. In der gleichen Woche hat Theo, glaube ich, war es, die Sternengeschichten, also meinen anderen Podcast bewertet und hat gemeint, der einzige Kritikpunkt wäre, dass die Folgen viel zu kurz sind. Also ich würde einfach sagen, ihr tauscht Theo und Johannes. Du, Theo, hörst ab jetzt das Universum, das ist viel länger und du, Johannes, hörst die Sternengeschichten, die sind viel kürzer und es gibt weniger Gequatsche, dann sind alle wieder zufrieden. Also so können wir dieses Problem auch lösen. Schreibt uns Kommentare, wenn ihr was kommentieren wollt, bewertet den Podcast oder macht einfach gar nichts. Und hört einfach den Podcast an, weil wir machen ihn, damit er angehört wird. Damit haben wir jetzt eigentlich schon alles gesagt und wir können uns verabschieden und freuen uns auf die Folge 101. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss, macht's gut.